Ja, da wird ja momentan noch gelesen, wer der Herr Fuchs. Ja, für was hab Sie überhaupt Zeitungen, wenn da nicht Nieren frei ist? Ja, vielleicht ist das Karma. Was, Karma? Wollt ihr mich verarschen? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ich kann meinen Kaffee woanders nicht trinken. Aber, wer der Herr Fuchs? Ich werde mich über Sie beschweren. Beim Berger Viertel in Ganzström. Verstehen Sie mich? Drei. Was drei? Drei Kaffee wartet noch zum Zahlen. Ja, schreib's bei dir auf mein Zimmer. Aber ohne einen Cent Trinkgeld. Die Pensionsscheine. Danke vielmals. So ein Traum. War das nicht der Felix? Felix? Felix! Alter Felix! Mein Gott, war ewig, dass ich dich sehe. Das ist ja schon ewig her, dass wir uns gesehen haben. Felix, mein Gott, wo warst du denn jetzt überall? Ja, die bessere Frage wird sein, wo war ich nicht? Also ich bin einmal ein bisschen durch Europa getrampt. Ich habe mir Paris angeschaut. In Barcelona war ich. London habe ich angeschaut. Bis ich weit in den Süden gekommen bin und irgendwann in Kairo gelandet bin. Bist du gescheit? Also ich beneide dich wirklich. Ach, bitte. Und das kannst du alles da zahlen mit Bloggen? Naja, ich hab halt Glück gehabt, ne? Mit den richtigen Sponsoren geht natürlich alles. Übrigens! Der Kaffee da ist fast so gut wie der Kaffee im Kaffeehaus Ebner in St. Stephan. Eine sprechende Werbetafel. Ja, jeder hat so seine Talente. Ja, und bleibst jetzt einmal ein bisschen länger da? Boah, ich habe noch keine Ahnung, wo der Wind mir wirklich hinwandern wird, gell? Aber allzu lang können meine Fans natürlich nicht warten lassen. Du bist echt unverbesserlich. Ja, aber fahr doch einmal mit mir. Ich will dir eine Reisebegleitung richtig freuen. Ja, Reisebegleitung, ja. Ich muss mal, was muss ich denn? Meine Schuhe fertig machen. Ja, die Schuhe natürlich, ja. Ja, ist natürlich wichtiger, da brauchen wir gar nicht reden. Ja gut, dann will ich mal wieder einen Weg machen, gell? Ich muss jetzt zum Bölz, glaube ich, schauen für eine neue Reiseinspiration. Übrigens, Pölzlreisen. Hier werden Reiseträume wahr. Tschüss, Emma. Baba, viel Spaß, du Vogel. Na, der Felix hat eine Fälle. Fräulein, zahlen dann bitte. Ja, gerne. So, ein Kakao und haben Sie was Süßes auch gehabt? Also, ja, zwei Schilchertrüffel. Zwei? Ja, zwei. Zwei vor und zwei nach dem Kakao. Das sag ich auch. Schreiben Sie mir das bitte auf mein Zimmer. Mach ich gerne, Frau Danke. Kaus.
entschuldigen Sie bitte, wie kommt man denn von da am besten zum Bahnhof? Nehmen wir es am besten ein Taxi. Okay, ist es so weit? Zu Fuß ist es zu weit. Von der Pension Schöllner ist fast alles zu Fuß zu weit. Entschuldigen Sie bitte, aber heißt sie nicht Schöller? Sag ich ja, Schöllner. Dieser Buchstabe M macht mir Hand etwas Schwierigkeiten. Wirklich? Ja, davon müssen Sie mir mehr erzählen. Wie kommt es dazu? Wieso interessiert Sie das? Ich bin Romanschriftstellerin. Aber mehr von Ihnen. Warum fällt Ihnen der Buchstabe L so schwer? Alles begann in der Schule bei einem Ausflug zum Fnaschern zurück nach Steins. Meine Güte, zum Flaschenzug? Ja, was ist dort passiert? Sind Sie überfahren worden? Um Gottes Willen, wer wird schon vom Flaschenzug überfahren? Nein, die Lehrerin wollte wissen, warum der Flaschenzug Flaschenzug heißt. Und? Ja, ich wollte sagen, wegen dem Hönnerhansen. Und habe gesagt, wegen dem Hönnerhansen. Und dann haben mich alle ausgenacht. Ah, und haben sein L-Trauma davongetragen. Tragisch. Ja. Schriftstellerin sind Sie also? Eine Gleichgesinnte. Ja, Sie auch? Nein, ich will Schauspieler werden. Ah. Ja, aber mein Bruder, der Schöner, der möchte, dass ich diesen Traum aufgebe. Ein brüderlicher Konflikt. Ja, ich gehe zwar noch meinem Beruf nach, aber in der Freizeit, da nehme ich Schauspielunterricht. Wirklich? Erzählen Sie mir mehr. Ja, nächste Woche habe ich wieder ein Vorsprechen. Und fallen durch. Erlauben Sie. Nein, in meinem Roman lasse ich Sie durchfallen. Ich lasse Sie alle Stadien eines Künstlerdaseins durchmachen. Sie verzweifeln sogar an Ihrem eigenen Talent. Bis schließlich Ihre Begabung allen Gegenwind in den Schatten stellt und Sie, alle Hindernisse überwindend, zum gefeierten Künstler werden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So bin ich. Sieht man sich heute Abend? Ja, vielleicht komme ich. Gut. Dann einstweilen. Adieu. Ja, wohin? Warten Sie, ich begleite Sie ein Stück. Wo der Onkel ist? Ich bin angehauen zu ihm.
angekauft? Ja, sag's mal, seit wann ist denn der so verrückt geworden? Am Anfang, da war es noch ganz lustig, bis er sich gerade zu dem Straßenmusiker zugesetzt hat und mit ihm zum Singen angefangen hat. Das ist ja nicht ganz normal, oder? Ich hab gesagt, wir uns treffen und dann bin ich angerauscht. Ja, weißt, Fredi, der Onkel hat's momentan nicht ganz so leicht. Was heißt da, der Onkel hat's momentan nicht ganz so leicht? An Pensionsschau hat der und sonst gar nichts. Ich mein, ist ja ganz klar, jetzt, wo der so viel Zeit hat, da fällt ihm halt allerhand Blödsinn ein. Ja, ich weiß eh. Und je mehr, dass du dich drüber aufregst, umso lustiger findet er's. Ja, wobei manche Sachen schon ein Hit waren. Also, ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Na geh bitte, wie er da letztens von Gemeinde und den Steffi angestanden ist und für mehr Gesundheit im Ort demonstriert hat. Na ja. Muss dir vorstellen, Freddy. Hat er sich hingestellt, vor allen Leuten, gell? Ist er gestanden vom Gemeindeamt und dann hat er blärt, werd fit, trink mit, werd fit, trink mit. Eine Stunde ist er gestanden, die Leute haben gehudert und gelacht über den Onkel. Nein, das hätte es sehen müssen. Das hört sich eigentlich ganz vernünftig an. Ja, das machen wir gern. Nur, dass er mit seiner Aktion Trink mit eine gratis Flaschen Zirbenschnaps für alle gemacht hat. Monatlich! Ja. Und weißt du, was er auf seitdem auch Schuld aufgeschrieben hat? Ah, ja. Hat am Pappendeckel hergekommen und dann hat er aufgeschrieben: Hanf ist ein Krampf. Nur mit Zirbeln hast du das in dein Bierl. Alles klar. Der Rumpf Louis, der hat ihm gleich einmal eine halbe Seite in der Rundschau gewidmet gehabt. Und daraufhin, musst du dir vorstellen, haben die steirischen Grünen ernsthaft probiert, ja, ihm als Parteichef zu werden. Ja! Parteichef. Seitdem er das alte Gasthaus gekauft hat in St. Stephan, ja, ihm fallen laufend neue Sachen ein, was er damit anfangen kann, ehrlich. Ja, als allererstes gleich wollte ich einmal ein Schlafstall für die Obdachlosen machen. Bis er dann irgendwann gemerkt hat, das will Steffi ja gar keine haben. Und dann ist ihm nichts zu blöd worden, hat er sich überlegt, er macht ein Aufnahmelager, aber nichts für die Asylanten, für die gescheiterten Politiker. Bis er gemerkt hat, dass er eh trotzdem Schule ausgezogen kommt. Ja. Und das Beste war ja, dann hat er herunterzahlt, dass er genau tut, den Igel wird 2.0. Kannst du dir das vorstellen? Ich sag Stefan, was ich auch so los war. Den Igel wird jetzt ein Stefan. Reicht dir schon, ne? Die Leute haben gelacht, wie wir auch. Ein herzliches Grüß Gott. Ja. Bruderherz! Ja, servus, Schwesterlein! Servus! Ja, hallo! Servus! Ja. Du schaust aus! Ja! Ja! Hey, die wollten nicht hergefunden! Wenn mir der saute Brieftrager da unten beim Wieselstand nicht geholfen hätte, stangen die jetzt noch in der Lavatschau gegossen. Ich sag dir was, nein, mit denen hab ich ja Gaudi gehabt. Da ist ja unser Schweiger Fredler Dreck dagegen. Frau Gormis, jetzt packst du ihn schwer her. Habst du das Lacht schon bestellt? Nein, wir haben natürlich auf dich gewartet, Onkelchen. So ist aber. Das war aber nicht in Ordnung gewesen. Ah, du, das Warten hat sich ausgezahlt. Ich hab gehört, du haltest die Gemeinde ganz schön auf Trab. Was? Willst schon geredet? Ja. Das passt schon so. Weißt, ab und zu musst du die Herren von der Gemeinde schon zeigen. Oder ein Badler am Maust holt. Ja. So schaut's aus. Jesus, Helmut, hörst, wir müssen ja schon wieder. Unser Zug geht. Weil der Zug wartet nix. Ah, nix der roten Schwesterherz. Ich fahr heute nix mit heim. Ich schlaf heute in Graz. Bitte. Ich komm erst morgen oder gar erst übermorgen wieder heim. Ja, ja. Was? Ja, sag mal, was tust du denn so lange in Graz? Ja, was tut man in Graz?
Ich komme vom Land und schaue in Graz rein umeinander. Ah, kleiner Scherz am Rande. Ich weiß als Server nicht, was ich genau tue. Eins weiß ich. Heimfahren sollte ich auf keinen Fall aus. Du Helmut, das geht nicht gut. Okay. Das geht ganz sicher nicht gut. Was? Das da, Fredi, der will schon aufpassen auf mir, gell? Ich. Ja, wer denn sonst? Ja, sicher, wer denn sonst? Helmut, du willst das nicht vielleicht doch noch überlegen, weil der Zug wartet ja doch nicht. Nix, ne? Dann schaust du, dass du weiterkommst. Dass euch der Zug nicht vor die Nasen wegfährt. Und du auf die Klonische aufpassen, gell? Du pass auf. Lady, pass du mal auf den Onkel auf. Ich werde es probieren, Papa. Tschüss, Onkel. Okay. Ich sag's vorher. Onkel, Lady, schau wieder mal vorbei. Ich Helmut, nicht ist nicht doch. Nix. Vielleicht. Bastcha, bastcha. Also, sorry. Wart's nur, gell? So, endlich. Jetzt haben wir Männer unter uns. Hey, Leiterl, was habe ich gehört? Du willst dich selbstständig machen, ha? Stimmt das? Wann hast du denn das schon wieder gehört? Schön, du. Hey, Steffi wird gereiht. Ja, das war halt heute mal so ein Plan von mir, meiner Studienkollegin. Echt wahr? Ja. Und wie nimmst du das Geld her? Ja, es gibt zwar ein paar Förderungen, aber wir schauen halt immer wieder laufende neue Sponsoren. Förderungen, Sponsoren! Selbstständig machen wollen sie sich alle, weil ihr das schon hört! Und ich hab Geld! Wie willst du denn das Geld überhaupt aufstellen, ne? Wir basteln gerade an einem Finanzkonzept. An einem Finanzkonzept? Hey, was? Was Finanzkonzept? Ja. Du, kann das nicht ich da so ein Konzept sein, ha? Ja, wieso nicht? Nein, mal nochmal. Du willst in meine Firma investieren. Ja, warum denn nicht? Du hast einen super Studienabschluss. Du hast dich noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ich selber habe eh keine Kinder. Warum nicht in meine talentierte junge Verwandtschaft investieren? Ehrlich, Onkel? Ehrlich! Aber! Aber was? Du kriegst das Geld von mir nur, wenn du mir einen Gefallen tust. Und was für einen Gefallen? Du weißt ja, dass ich in Steffi drüben das Gasthaus klug gekauft habe, oder? Ja. Und ich möchte dort draußen irgendwas ganz Spezielles machen, weißt? Ah, was Spezielles? Genau. Aber ich war halt noch nie in so einem Haus, verstehst? Du kennst dich ja in Graz aus, oder? Ja, schon. Aber ich wollte auch noch nie in einem Puff drinnen. In einem Puff? Du Saubadl, du! Ein Puff kannst du den Steffi nicht machen. Was darf denn da der Bürgermeister sagen? Puff? Hey, Burm. Was willst du denn dann tun? Hey, weißt du, was ich da draußen machen will? Ich werde da draußen so eine ganz liebe kleine Irrenanstalt machen. Ja! Irrenanstalt? So ist es. Ist aber so politisch, denke ich, nicht ganz korrekt ausgedrückt. Das ist mir wieder wurscht. Ich hab das Gasthaus klug gekauft. Und nachdem ich die Stefana eh schon lang nur geärgert hab, was ich draus mach, hab ich mich entschlossen, da draußen eine ganz kleine, nette Irrenanstalt machen. Weißt? Nicht so für schwere Fälle, sondern so für, weißt, so für handsame Gegner halt, nicht? Und jetzt pass auf, Leiter. Und heißen wird's Irrenanstalt zum Höllerhans. Benannt nach dem Wunderdoktor Höllerhansl. Kennst du nicht, oder? Ja, schon. Hab schon lange nicht mehr gesehen, ja. Hey, das wird's.
Ich sehe das Haus schon vor mir. Die großen Fenstern. Das Haus bis auf die Fuhl mit lauter Noren. Und straßenseitig. Straßenseitig schreiben auf wie Irrenanstalt zum Höllerhansel. Und dann bei der Tier nehmen, da machen wir ein Schüttel hin und da schreiben wir auf wie: Bist du im Kopf ihr, dann bist du richtig hier. Bist du deppert, ha? Das ist es. Ihren Anstalt willst du da einbauen? Ja. Und ich soll die in Graz in eine einbringen, dass du dir das anschauen kannst. Hey, jetzt hat's Funkt bei dir, hä? Genau das will ich haben von dir. Wie soll ich das bitte angehen? Ja, wie soll ich das angehen? Wenn du das Geld von mir haben willst, dann wird dir schon was einfallen. Burlos, du. Oh. Bei mir fällt glaube ich auch was ein. Ich glaub, mit deinem Wirschl hat was nicht passt. Entweder war da der Klingeranzi oder der Simsauer. Boah, du, hast du da noch ein Bord? Da hatte ich die eine. Boah, aber jetzt wohl schnell. Ja, sehr schön. Ihren Anstalt würde er sich anschauen. Ich bringe den da ein, Nane. Oh. Hi, Freddy. Ah, hi, Andrea. Hi, servus. Hallo. Kannst du bestellen, eine Flasche, Moje? Ich habe eine neue Idee, wie wir zum Geld kommen können. Ja, vergiss deine Idee. Ich hab das Geld eh schon. Du hast das Geld eh schon. Zumindest theoretisch. Theoretisch bin ich auch schon ewig im Lotto. Praktisch aber nicht. Oh, so theoretisch dann auch wieder nicht. Weißt, mein Onkel wird das ganze Geld sponsern, was uns noch fehlt. Das ist ja saugeil. Ja, unter einer Bedingung aber. Oh. Er will, dass ich ihm in ihren Anstalt einbringe, dass er sich das undercover anschauen kann. Wieso glaubst du, dass du das kannst? Ja. Er ist nicht oft außerhalb von St. Stephan unterwegs. Und weil ihr in Graz wohnt, denkt er, ihr hättet dahin eine Beziehung. Das heißt also, wir stehen vorm Geld und kriegen es aber nicht. Genau. Nein, Freddy, für das kämpfen wir jetzt einfach schon viel zu lang. Ja, ich weiß, aber hast du irgendeine Idee? Ja, ich habe eine Idee. Oh je. Yeah. Wir nehmen deinen Onkel einfach heute am Abend mit daher. Daher? Ja, sicher. Wieso nicht? Ich habe ja letztens mit dem Direktor Schöller geredet. Er würde sich auch für unsere Geschäfte interessieren. Und einmal im Monat macht er ja so einen Abend für geladene Gäste und die Leute, die gerade bei einem Zimmer haben. So einen Gesellschaftsabend. Ja, weiß ich alles. Was hat das auch mit deinem Ehrenhaus zu tun? Ich kann da zweimal die Woche. Ich weiß, was da für schräge Vögel wohnen. Schräge Vögel, aber keine komplett Verrückten. Mei, mehr als das Geld nicht kriegen können wir eh nicht, oder? Hast eh recht. Also, abgemacht? Abgemacht. Und Leute, ist dir schon was eingefallen, ha? Ja, ist mir. Ja, bist du narrisch. Ja, da hast du einen Einfall gehabt, ha? Darf ich vorstellen, Onkel, das ist die Andrea, meine Studio- und Geschäftspartnerin. Grüß Gott. Andrea, ich sag gleich du zu dir, gell? Ja, servus, Andrea. Bist du neidisch? Ah, so eine falsche Katze hat er da daherzahlt. Meine Mutter hat da Wasser in die Füße. Mein Menschenrutenschlag an. Der Freddy wird dich sicher schon erzählt haben, oder? Von meinem Plan. Ja, und ich bin genau die Richtige für ihren Wunsch. Hör auf! Du kannst mich in ihren Anstalt bringen. Ja, das kann ich. Genau. Aber es ist eine besondere Anstalt. Aber so viele schlimme Fälle, oder was? Nein.
eher leichtere. Echt? Aber sehr außergewöhnliche. Nur eine Handvoll Patienten. Ehrlich wahr? Ja. Wow! Und wo war der? Da. Aber was da? Was da? Okay. Da ist die Pension Schöller. Ja, die Pension Schöller ist eine sehr erlesene Anstalt für sehr wohlhabende Patienten. Man will nicht, dass die Leute wissen, dass die Gäste da lauter Geisteskranke sind. Wirklich wahr? Ja, deshalb ist es ja am Vormittag ein Café für die Öffentlichkeit und am Nachmittag hat es dann nur mehr für die Hausgäste offen. Hausgäste? Na, der ist gut. Ja, wissen Sie, der Herr Direktor Schöller legt großen Wert drauf, dass seine Patienten ein bisschen ein normales Leben führen können. Und deshalb macht er einmal im Monat einen richtig lustigen Abend für sie. Einen lustigen Abend? Hey, super. Und da gehen wir hin? Ja, ich kann da ab und zu und ich kann uns heute als Gäste einbringen. Echt wahr? Magst du das? Darf man das? Ja, sicher. Wow. Aber Onkel. Was ganz wichtig ist, ja, du darfst den Gästen auf keinen Fall sagen, dass die komplett geisteskrank sind. Genau. Ganz Gespräche wichtig. Vermeiden, einfach zustimmen, nichts anmerken lassen, sonst fliegen wir auf. Okay, nichts anmerken lassen. Zustimmen die Gäste und mitspülen, sonst fliegen wir auf. Hey, das machen wir. Ich bin schon so aufgeregt. Also, abgemacht um... Halber 8 treffen uns da vor der Pension Scheller. Halber 8? Jawohl! Aber Onkel, reiß dich bitte ja zusammen! Scheiß dich nicht an, Leute! Ich reiß mich schon zusammen! Du kennst mich ja, oder? Ja, gerade so, keine Sorgen! Also dann, halber 8, gell? Juhu! Keine gute Idee. Das ist meine Tante, die hat mir Mein Gott, wo sind denn jetzt alle hingekommen da? Die Leute sind die gerade noch da gewesen. Ja, geärger dich nicht, Liebling. Die sind noch in ihrem Zimmer oben. Na klar, dann kommen wieder mal die Gäste von auswärts vor unsere Hausgäste her, wie das wieder ausschaut. He? Ja, wen hast du denn alles eingeladen zu unserer lustigen Runde? Ey, nur die zwei jungen Unternehmer vom letzten Mal, den Fredi und die Andrea. Und jetzt pass auf, den Onkel von Fredi bringen sie diesmal auch mit.
Oh, ach du, mein lieber Schöller, wenn da vielleicht doch einer dabei wäre für unsere... Ja, ich weiß, ey. Ach, wenn doch unter diesen ein Heiratskandidat für unsere Emma wäre... Aber Liebling! Ja, wenn es so ist, die Emma ist noch jung, der wird nicht ewig bleiben. Aber deine Verkupplerei ist eine richtige Sucht für dir geworden. Wenn du nicht gleich aufhörst damit, kommst du noch hinter schwedischen Gardinen. Als Mutter habe ich die Pflicht darauf zu schauen, dass unsere Emma einen ordentlichen Mann bekommt. Gefrieder, so ein fesches und braves Dirndl wie unser Eimer findet auch ganz sicher ohne deine Einmischung einen richtigen Mann. Willst du sehen? Das, mein Liebling, verstehst du nicht und wirst du auch nicht verstehen. So, und jetzt gehe ich mich ein bisschen kultivieren. Ja. Und du riechst ja ein bisschen, gell? Ja. Rasieren und Zähneputzen nicht vergessen. Ja, ein bisschen drüber oben, ja, okay. Du, übrigens, ja? Ist der Ludwig schon da? Ja, du, der sitzt schon lange in der Küche und lernt eine neue Theaterrolle. Du kennst ihn ja eh, unser armer Ludwig, der arme Ludwig. Mein Gott, der mit seinen Theaterspinnern. Lauter Verrückte in meiner Familie, schon das holtest du nicht mehr aus. Du, ich weiß nicht, ob das heute so eine gescheite Idee war. Jetzt reißt die Zaun und entspann dich ein bisschen. Außerdem ist jetzt eh schon zu spät. Ey, wo ist mein Onkel überhaupt gerade? Der macht noch ein paar Fotos vom Haus, so quasi als Inspiration für sein Projekt. Ah, okay. Hör mal, ich bin schon da! Bist du deppert, hey? Geil! Wahnsinn, hey! Ist das klasse da, ha? Bist du deppert? Schau dir das an, ey. Boah. Hey, und wo sind jetzt die Patienten? Ah, die kommen sicher gleich alle, die kommen sicher gleich alle. Echt? Kommen sie gleich? Das schau, das schau. Ui, 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 da kommt schon der Erste. Nein, das ist der Chef. Ah, der Chef. Ah, meine Herrschaften, herzlich willkommen. Grüß Gott. Auf geht's. Es ist ein wunderbarer Abend, wollen wir nicht zu spät kommen, Herr Direktor Schöller, Herr Graf. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Graf. Grüß Gott, Herr Schöller. Fühlen Sie sich wie zu Hause? Wie zu Hause? Danke, danke. Mir ist es ein... Ja, Ihr Neffe hat mir schon sehr viel für Ihren lustigen Abend erzählt. Ach so, ja, ja. Ja, ja, ja. Mir ist es ein besonderes Anliegen, unseren Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Gäste? Aber ich das mit Schleichern erzählt. Wir haben alles sehr gemütlich eingerichtet. Das Essen ist ausgezeichnet, die Bedienung bestens geschult. Wir haben einen allgemeinen Aufenthaltsraum, ein Speisezimmer und einen Wellnessbereich. Was? Ein Wellnessbereich? Ah, ich verstehe schon. Kalte Dusche, gell? Ui. Meine Frau und ich wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie unser Haus da im Bekanntenkreis weiterempfehlen würden. So schaut's aus. Im Bekanntenkreis weiterempfehlen? Ihr Haus? Naja. Ein paar würden mich da schon einfallen, denn das war ganz gut reinpassen. Ja, Herr Schöner, machen Sie dann keine Sorgen. Ich werde Ihnen Haus schon weiterempfehlen. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, Sie sind ein ganz kommoder Kerl, gell? So ist es. Was ist da schon wieder los? Ich bin gleich wieder da. Oje. Das ist sicher ein akuter Fall. Herr Graf, bitte, Sie müssen mitspielen. Ja, ich reiß mich eh schon zusammen, ich muss mich nur noch gewöhnen an der Umgebung. Ah. Bitte mach das ein bisschen schneller. Ja, kommt doch jetzt. Kommt doch jetzt wer? Das geht nicht gut. Nein, Sie haben ja schon ganz recht, Herr Fuchs. Aber bitte beruhigen Sie sich jetzt dabei. Das ist sicher einer von den ganz gefährlichen Patienten. Ah, gestern hätte ich so... Der Himmelsbär und der Kirschkuh, das holt ja kein normaler Mensch aus. Die ist ja verrückt. Diese total bescheuert, diese Frau Kraus, am festen Gästen hat die Pappenofen immer nur lauter blöde Fragen stellen und keine Ahnung vom Handwerk eines Jägers, die ist ja verrückt. Verrückt sogar. Wenn ich das vom Seiler dazu. Eine schwere Kinder, Herr Dings, Herr. Herr Schöller. Schön so Wurst, Herr Dings, wenn die Kraus da bleibt, dann zieh ich aus, gell?
sieht aus. Na, wenn der Herr Fuchs einen schlechten Tag hat, dann geht mir ihm besser aus dem Weg. Aber nichts für ungut, meine Herrschaften. Einen schlechten Tag. Er ärgert sich nämlich über unseren neuesten Zugang. Heute ist eine Dame einzogen, der schreibt Romane. Oh. Und die hat ein bisschen eine nervige Angewohnheit, alle Leute zum Ausfratzen, damit sie neue Ideen kriegt. Mein Lieb, bitte, ich weiß auch nicht, was sie eingeredet. Sie schreibt Romane. Und beim Herrn Fuchs müssen wir so und so gescheit aufpassen. Der hat nämlich ein, zwei Angewohnheiten, die man besser kennen muss, wenn man mit ihm reden will. Ah, so Angewohnheiten. Boah, boah, boah. Na, da bin ich neugierig. Auf gar keinen Fall darf man über die Jäger reden. Ja. Er war der Oberste von den Obersten vom Landesjagdverband, bis er zum blöden Zwischenfall gekommen ist. Und seitdem trauert er um seinen Hund Waldi noch. Waldi? Der Waldi, das gehört. Ja. Also auch keine Anspielungen auf die Tiere machen und schon gar nicht auf die Frauen. Die einzigen Herzen, die der Herr Fuchs jemals getroffen hat, waren die von Wald. Aber sonst ist eigentlich ein ganzer kamauter Kerl, gell? Der kamaute Herr Fuchs. Wir haben was ausgemacht. Wenn ich das beim Lazarus nicht zähle, fangen sogar der alte Baby an zu lachen. Ja mei, er hat halt seine Eigenheiten. Eigenheiten? Es ist wieder da. Herr Fuchs, jetzt fragen Sie doch ein bisschen. Herr Fuchs, du erzählst mir doch ein bisschen aus Ihrem Leben als alter Jägermeister. Herr Jägermeister! Jägermeister! Oder diese tragische Geschichte um Ihren Hund Waldi. Mein Waldi! Mein Waldi! Herr Fuchs, dann was anderes. Reden wir über die Liebe. Die Liebe! Ja, Sie als alter Schwerenötter werden doch einige Herzen nachgehabt sein, oder? Wo ist mein Gewehr? Wo ist mein Gewehr? Der Mann ist jetzt kurz zu sehen. Also, was ist denn dem für eine Laus über die Leber gelaufen? Heute hat er ganz einen schlechten Tag. Ey, darf ich vorstellen, Frau Klaus, das sind unsere Gäste von auswärts heute. Herr Graf Senior. Grüß Gott. Grüß Gott. Sein Neffe, der Fredi. Grüß Gott, hallo. Und seine Geschäftspartnerin, die Andrea. Hallo, grüß Gott. Meine Herrschaften, das hier ist Frau Caroline Klaus. Ja, Schriftstellerin meines Zeichens. Schriftstellerin. Haben Sie vielleicht mein Buch Ein verkanntes Frauenherz gelesen? Ein verkanntes Frauenherz? Ach so. Ja, Frale, der Dick ist worden, gell? Frale, hab ich den gelesen. Meine Herrschaften, dem Herrn Graf ist für die nächste halbe Stunde so und so nicht zu helfen. Gehen wir gescheiter, bevor uns die Schriftstellerin auch noch fängt, ein bisschen ausfratschen und so. Gehen wir zusammen. Aber ihr habt da lange gelassen. Wohl, die zwei passen schon zusammen. Gehen wir zusammen. Meine Ehre für mich, jemanden zu finden, der meine Bücher zu schätzen weiß. Ach so, ja. So, schaut er mich so an. Also, Herr Graf, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie so prüfend betrachte, aber Sie haben so einen ausdrucksstarken Kopf. Was? Ich habe einen ausdrucksstarken Kopf? Na, das hat auch noch keiner zu mir gesagt. Herr Graf, man sieht Ihnen sofort an, dass Sie in Ihrem Leben viel erlebt, gekämpft und erlitten haben. Habe ich recht? Da haben Sie vollkommen recht. Mein Leben ist ein wahrer Roman. Da müssen Sie mir mehr davon erzählen. Was? Na, warte. Ja, das ist eine letzte Geschichte. Herr Graf, darf ich Notizen machen? Ja, aber selbstverständlich. Ha ha ha.
Landsmann? Ja, Hospede für einen Landsmann. Portugiese! Wirklich? Also einen Portugiesen habe ich noch nie gehabt. Ja, ja. Hier schaut man es nicht an, dass ich aus Portugiesien komme, gell? Aus Portugal, nicht? Portugal, meine Worte, ja sicher. Ich bin in Portugal geboren. Wie das genau war, weiß ich selber nicht. Wissen Sie, über meine Geburt schwebt ein mysteriöses Dunkel. Herr Graf, genau das, was ich gesucht habe. Bitte erzählen Sie mir mehr. Mehr will Sie wissen. Na ja, aufgewachsen bin ich als Elternloserweise. Mein Vater hat einmal gesagt zu mir. Der passt aus. Mein Stiefvater. Forsche dich, hat er gesagt. Forsche dich nach deinen Eltern. Es könnte ihnen peinlich sein. Herr Graf, Sie wissen ja gar nicht, was man damit in einem Roman alles machen kann. Allein diese Worte Ihres Stiefvaters. Forsche nie. Das ist schon Material für mindestens 5 Kapitel. Ach, boah, wann das der Fredi hören tat. Und Ihre Jugend, Herr Graf? Freudlos, Drogen, Alkohol? Drogen? Na, 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 na. Alkohol? Alkohol? Na ja. Nachdem ich aus einem Trinkwasserschaumgebiet komme, ist Alkohol kein Fremdwort für mich. Da hat schon so manche alkoholbedingte Situation gegeben. Jo, 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 jo. Das Geheimnis Ihrer Geburt lastete schwer auf Ihnen. Sie mieden die Gesellschaft und haderten mit Ihrem Schicksal. Voller Neid blickten Sie auf die intakten Familienverhältnisse Ihrer Freunde. Und ein tiefer, dunkler Schleier schmiegte sich um ihr noch so junges Herz. Jetzt fängt der noch selber zu erzählen an. Wenn ich das, dann kann ich nicht drüber erzählen. Herr Graf, die Schilderung Ihrer Seelenzustände, das wird ein Wahnsinnskapitel. Jetzt kann der Fred ja auch gleich einmal da sein. Trotz Ihrer Schicksalsschläge häuften Sie sich ein Vermögen an. Ja, wo war das? Und Sie trafen auf Ihrem steinigen Lebensweg auf eine gleichgestimmte Seele, Ihre Frau. Oh Gott, Sie sind doch verheiratet? Um Gottes Willen nicht. Meine Schwester als Frau in meinem Leben, das reicht mir. Schwester? Ja, wieso? Naja, woher haben Sie denn gewusst, dass das Ihre Schwester ist? Woher? Naja, als Waise kennen Sie Ihre Eltern nicht. Ach so, ja. Ja. Ja, das ist eine ganz lange Geschichte. Das erzähle ich Ihnen, glaube ich, ein anderes Mal. Also muss Ihre Schwester eine mindestens genauso interessante Vergangenheit haben wie Sie, Herr Graf? Ja, ja. Hochinteressant. So interessant, fast nicht zum Glauben. Herr Graf, bitte spannen Sie mein armes Schriftstellerherz nicht so auf die Folter und erzählen Sie mir noch ein bisschen was. Ja, was wollen Sie hören? Ja, über Ihre Schwester. Ah, von meiner Schwester. Ja, meine Schwester. Wie ich sie endlich gefunden habe, meine Schwester, da war sie mit einem Russen verheiratet. Oh, mit einem Russen? Ja. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Ja, wie ist es dazu gekommen? Meine Olli. Wie ist es dazu gekommen? Der edle junge Mann hat unter Einsatz seines Lebens meine Schwester aus einem Harem von einem arabischen Scheich befreit, an dem sie von ihrer grausamen Verwandtschaft eiskalt verkauft worden ist. Großartig, Herr Graf, großartig! Was, großartig? Eher großartig für den Roman, für ihre Schwester, eher entsetzlich. Ja, ganz entsetzlich. Mir steigen heute noch die Grausbirnen auf, wenn ich nur davon erzähle. Ja, meine Schwester. Herr Graf,
Ich verstehe Sie. Ja. Ihnen kommt alles wieder hoch. Ja, mein Wort, meine Schwester. Ich bin ja selbst zu nah am Wasser gefahren. Ja. Aber, Herr Graf, ich muss Sie trotzdem bitten, diese Geschichte zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen. Später? Das ist gut. Später ist ganz gut. Da kann sie lang werden, der Kanale. Grüß Gott. Tiere, Alter. Servus. Ah, die Frau Schriftstellerin, gell? Haben wir schon wieder ein neues Opfer gefunden? Wer einen kreativen Beruf ausübt, so wie ich, junger Mann, der lässt sich die Chance auf neue Inspiration natürlich nicht entgehen. Ein verkanntes Frauenherz. Herr Graf, das ist unser berühmter Abenteurer, der Felix. Abenteurer, das wird ja wohl mal bei uns sein, hä? Servus. Ist doch narrisch. Meine Herren, ich muss mich leider verabschieden. Ich fühle mich gerade geistig derart angeregt. Ich muss mir erst ein paar Kapitel von der Seele schreiben. Adieu. Wiedersehen. Und? Wohnst du da? Nein, um Gottes Willen nicht. Ich bin rein auf Besuch da. Okay. Ja, man, so schlecht geht's uns Gäste jetzt auch wieder nicht, muss ich sagen, gell? Ich meine, natürlich, für einen Menschen wie für mich, der halt immer vor der Freisen ist, ne? Der muss halt flexibel sein. Was? Ja, in der einen Nacht im nobelsten Schickimicki-Hotel, was man sich nur vorstellen kann, und in der nächsten mit einem afrikanischen Ureinwohnerstamm irgendwo unter freiem Himmel übernachten. Aber das ist geil. Das ist Leben. Na, der ist gut. Da war ich der Esmann auch unten dazu. Und Sie? Sie sind also Abenteurer? Exakt. Also ich meine, okay, wenn man es ganz genau nimmt, bin ich eigentlich Abenteuer-Blogger. Aber was? Ein Abenteuer-Blogger. Ein Blogger? Ja. Ein Blogger. Du musst dir das so vorstellen, schau. Ich reise auf der ganzen Welt um und um. Ja. Erlebe alle möglichen Abenteuer, die man sich nur vorstellen kann. Hör auf. Und ich schreibe ein Tagebuch im Internet, sodass jeder lesen kann. Was? Ja. Und das geht sich bei dir da finanziell aus? Naja, wenn man gut ist und die Raiffeisenbank Schilcherland auf seiner Seite hat, da geht natürlich alles. Da war der Wind her. Übrigens. Sommerreifen stecken beim Hecht in St. Stephan. Nur so kann der Sommer richtig anrollen. Na toll, toll, toll. Schau's, gell? Da warst du sicher in Afrika schon bei dir offen, ha? Afrika. Es gibt keinen Kontinent, auf den der Felix noch nicht geblockt hat. Allererstes war ich sowieso mal bei den Aborigines in Australien. Warum? Die Aborigines in Australien. Aber die Aborigines. Ja, genau. Ja. Da haben wir gespielt. Wenn ich jetzt wieder tue, was denn? Und dann. Weil mit deinen Cowboys in Amerika eine Kuhherden eingefangen. Du spinnst ja. Ein Erlebnis. Nein! Und dann. Tauchen auf die Bahamas. Du spinnst ja. Das kannst du nicht vor. Ja. Nein! Und dann! Und dann! Krokodiljagd in Miami. Aber nicht wirklich. Ich schwör's dir, das musst du einmal machen. Nein! Und dann! Und dann! Elefantenreiten. In Indien! Cool, hä? Namaste! Und dann war ich Sushi essen in Japan. Ehrlich, wa? Du glaubst mir das nicht, oder was? Das sehe ich doch, glaube ich, das! Überhoffen! Wieso soll ich dir das nicht glauben? Ja, keine Ahnung. Na, der Mensch hat eine Fantasie! Ich glaub, den hat ein Reiseführer am Kopf erwischt. Im Herzen
bin ich ja selber auch ein Abenteurer. Was, wirklich? Ja. Nein, das freut mich wirklich. Was? Zwei Männer, die sich eine Leidenschaft im Herzen teilen. Ja. Fast die Blutsbrüder, oder? So ist ja. es. Was denn? Bei mir, in meiner Family, gell? Da halten die Leute nicht wirklich viel von dem, was sie machen, gell? Das glaube ich da. Was? Die glauben sowieso, dass sie einen kompletten Hip-Hop, gell? Das glaube ich noch mehr. Wie eingeschränkt manche Leute sein können, oder? Total eingeschränkt! Ja, unglaublich, hey, unglaublich! Was gibt's denn Schöneres als wie die Welt zum Dings da bloggen, nicht? Ja, genau! Was? Einmal im Süden, einmal im Norden, heute in Indien. Morgen in Afrika, ja. Übermorgen in Amerika. Jawohl, genau so. Du, aber wenn es dir eh so taugt, warum machst du es dann eigentlich nicht? Ja, weißt du, bei mir ist das also eine Sache. Weißt du, ich hab daheim so einen Haufen Arbeit. Aha. Und ganz ehrlich gesagt, bei mir hat sich halt die Gelegenheit noch nie ergeben. Ja, weißt du was? Wenn wir gerade so drüber reden nachher, gell? Dann habe ich eine Idee. Ich meine, wir zwei, wir könnten ja zusammen reisen, oder? Was? Ja, ich könnte einen Reiseparty ganz gut brauchen. Ja, mit mir zwei? Ja. Der will mich mitnehmen. Um Gottes Willen. Da muss ich jetzt aber mitspielen. Sonst wird der Lagel grantig. Wer weiß, wann der seine nächsten Medikamente wieder kriegt. Nicht lang überlegen. Also, Deutscher. Wunderbar. Super, das freut mich voll. Das freut mich wirklich. Aber weißt du was? Gehen wir jetzt gleich ins Nebenzimmer um, gell? Wischst du mal ein paar Flaschen Wein, gell, für uns zwei? Oh, das war gut. Ja. Und dann besprechen wir unsere Reiseroute, gell? Ja, da ist gleich leichter reden mit ein paar Flaschen Wein. Das glaubst du. Und weißt du was? Ich glaub, ich wieder gleich mal was über die bloggen. Echt, oder? Ich mach das einmal schnell, gell? Super. Komm gleich. Du weißt was? Glaubst du, konntest der Wahl noch so ein bisschen unter uns bleiben? Sicher! Was denn, weil das ist ja mit dem Schölle, das ist nicht so einfach, gell? Der würde seine Geister und Liebsten immer auf ewig gehalten, ne? Das glaube ich jetzt einmal. Weißt du was? Es ist ja wurscht, er wird sich früh genug da fragen, ne? Ja. Aber ich richte jetzt einmal rein, gell? Ja. Übrigens! Natürlich ein gutes Achtel von Trappel Edi und von Fabian Bayer. Nur da schmeckt man das Schücherland. Wir sehen uns. Wale. Das ist ein komischer Kauz. Aber ein Mann auch nebenbei muss sein Leben lang in so einer Anstalt verbringen. Aber da sieht man wieder mal, dass solche Leute wirklich klasse Kerl sein können, wenn man halt mitspielt. Ich glaub, dass der jetzt in den nächsten Tagen sicher mit seiner Reiseplanung beschäftigt ist. Das tut er ja so gern. Und dann soll der von mir aus, denkst du, bloggen gehen. Ah, so ein Trottel! Jetzt brauche ich einmal einen Schnaps. Onkel, halt, du musst mir helfen, bitte. Ich muss mich immer von der alten Frau Schaller verstecken. Was? Die macht mich wahnsinnig mit ihrer Verkupplerei. Wenn es nur mit ihrer geht, da die heute auf der Stelle heiraten. Was? Heiraten? Onkel, bitte, du musst mir helfen. Brauchst du einen Beistand? Nein! Ja, du bist da sind Hör. Sie ja, Herr Fredi! Sie wollten mir wohl durchbrennen. Sie schlingen sie. Sie durchbrennen? Ja, Ich wollte nur nach meinem Onkel, den Herrn Graf, schauen. Oh, den Herrn habe ich ja noch gar nicht begrüßt. Nicht? Nein. Da wird es auch höchste Zeit. Herr Graf, das ist die Frau Scheller. Frau Scheller, Herr Graf, ich muss leider wieder gehen. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, Herr Graf. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl hier bei uns. Endlich einmal ein normaler Mensch. Gefällt es Ihnen da? Ja, ganz und gar. Ich habe ja einen Murzack-Gaudi da bei euch. Ja, das wird meinen Mann aber freuen. Ja. Sie müssen öfters zu uns kommen. Öfters? Übrigens,
Mein Mann hat mir erzählt, dass Sie noch alleinstehend sind. Ja, das ist richtig. Ja, wollten Sie denn nie heiraten? Ja, ich schon. Nein, so ist nicht. Weiber habe ich nur gehabt in meinem Leben. Aber wissen Sie, wie das ist? Eine Dummi habe ich nicht genommen und wenn sie gescheit nur war, hat sie mich nicht genommen. Und so hat sie das halt ergeben, dass sie nie was ergeben hat. Also das ist ja unbegreiflich. Ein fescher, so gestandener Mann, das verstehe ich nicht, dass der noch ledig ist, das gibt's ja nicht. Nicht nur normal, die Frau auch sehr intelligent. Ein bisschen alt vielleicht, aber für meine Emma könnte der passen. So, der Wein ist soweit, Neue, du bist beschäftigt. Ja, den Herrn Graf, den dürfen wir nicht entführen. Wir unterhalten uns gerade so gut miteinander. Na schöner, keine Panik, ja. Ich bringe dir sofort wieder, gell? Aber ganz, ganz kurz, gell? Ganz wir kurz haben was ganz was Wichtiges zu besprechen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Lass mich raten, ihr redet gerade übers Heiraten, oder? Wieso weißt denn du das? Weil die gnädige Frau Schöller nur vom Verheiraten und ihrer Tochter redet. Was? Ich bin ihr zum Glück zu wenig solide. Aber das Verheiraten von ihrer Tochter, das ist ihr Tick. Um Gottes Willen. Die Frau vom Chef auch verrückt. Halt die Ohren steif, Kumpel, lass dich auf keine Diskussion ein. Ich schwör's dir, du bist übermorgen noch da. Echt wahr? See you later. Ja, schönes Wetter. Merkwürdig ist das da. Den Vogel von den anderen wissen sie wohl alle ganz genau. Überhaupt auch. Ja, aber das ist ja sehr nett, Herr Graf, dass Sie mir noch weiterhin Gesellschaft leisten. Ja. Ich nehme an, dass das Thema Heirat für Sie auch so interessant ist. Geht schon los. Wollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Ja, war ich gescheiter. Jetzt hörst du mir, Herr Graf. Bevor es uns alle zwei umwart. Setzen wir uns nieder. Darf ich Ihnen dann meine Tochter vorstellen? Ihre Tochter? Ja, ist der eben auch da? Ja, seit circa 8 Tagen. Mein Mann hat bestanden darauf. Sie ist nämlich bei uns viel besser aufgehoben als in der Pension, in der sie war. Um Gottes Willen. Die Tochter auch, ein Kläscher. Also ich würde mein Mädel ja sowieso überhaupt nicht gern von mir weglassen. Ich schreck mich schon vor diesem Tag, wo sie heiraten wird und nicht mehr mein kleines Mädel ist. So viele Bewerber habe ich deswegen schon weggeschickt. Wahrscheinlich, ja. Ich würde ja nie so einem jungen, leichtsinnigen Internetstar meine Tochter anvertrauen. Meine Emma ist eine Perle. Aber wenn so ein würdiger, älterer herkommen würde, zu dem ich Vertrauen haben könnte, ja, das wäre ja was ganz anderes. Der Mann, der meine Emma kriegt, der kann sich glücklich schätzen. Ja, das glaube ich. Ich sage Ihnen, Herr Graf, sie kann kochen. Sie ist bestens ausgebildet. Ja, das weiß ich aus. Und was diese Ausbildung gekostet hat. Ja. Aber was tut man nicht alles für seine Kinder? Ich habe doch recht, Herr Graf. Vollkommen recht. Herr Schöner. Ich bin ja so froh, so einem vernünftigen Mann zu begegnen, wie Sie einer sind. Ja, einen zweiten von derer geht, dann werden Sie den Haus nicht leicht finden. Also, wir zwei verstehen uns, nicht wahr? Ganz und gar, Frau Schöller. Ja, dann stelle ich Ihnen dann bald meine Emma vor. Da bin ich aber neugierig. Ja. Holen Sie es. Das machen wir. Wo bleibst du jetzt? Ja, du, ich bin schon gestellt. Gehen wir es auch. Ja, gehen Sie nur, Herr Graf, gehen Sie nur. Ich muss eh noch meine Emma suchen. Er wird sonst nervös. Das ist ein bisschen ein nervöser Bursch. So, da ist mein Anker. Endlich habe ich jemanden für meine Emma. Dein Mann lass ich nicht mehr aus meinen Augen. Das wird ja wohl mal besser da, hä? Jetzt müssen wir echt schauen.
Das ist mein Tag wegen. Bevor wir den noch mal runterkippt. Was ist jetzt, Bro? Wir gehen uns an. Wunderbar. Aber weißt du was, bevor wir es angehen, Kumpel, hab ich noch ein kleines Präsent für dich, gell? Ein Präsent? Ja, das schau mal. Hey, das war ja nicht Ort gewesen. Was hast du denn da? Für meine Freunde nur das Beste, ne? Echt? Ja. Das ist von meinem letzten Trip aus Amsterdam. Was? Ja. Was? Ja, schau mal hin. Aus Amsterdam. Aber hey, sag einmal, ist das nicht verbunden? Ja, pst. In Amsterdam nicht? Pst. Geh mal so. Das wird ja einmal besser. Hasch ist aus Amsterdam. Andrea, heute ist der schönste Abend meines Lebens. Okay, was hast du getrunken und gibst davon für mich auch was? Getrunken? Nein, ich brauche keine Drogen. Meine Droge ist die Liebe. Aha, okay, Liebe. Alles hat im Juli angefangen. Und jetzt ist März, vierte. Willst du da bleiben? Ich hab keinen Bock auf eine einmonatige Liebesgeschichte. Ist mir wurscht, du bleibst da und hörst mir jetzt zu. Von mir aus, wenn's sein muss. Aber mach's kurz und schmerzlos. Okay. Alles hat also im Juli angefangen. Passt, den Rest können wir überspringen. Kommen wir zu heute. Da hab ich sie zum ersten Mal gesehen. Es war echt Liebe auf den ersten Blick. Aber dann habe ich das Auslandspraktikum gemacht. Und wie ich wieder zurückgekommen bin, da war sie weg. Ja und? Wie ja und? Hey, die Nummer WhatsApp, Facebook, was ist mit dir? Ja, habe ich ihre nirgends gefunden. Und um die Nummer habe ich ihr halt dann auch nicht gefragt. Und jetzt? Aber jetzt habe ich es gefunden. Da! Da? Ja! Ja, dann gratuliere! Super, Freddy! Danke, Ma. Ich bin so aufgeregt. Sie wollen sich gleich mit mir treffen. Echt? Ha, dann werden wir das Puppel gerne rausschauen. Ja. Ah, tschüss, Papa. Das ist sie? Ja. Jetzt, tschüss, ja. Immer dann, wenn es lustig wird. Ich wollte dich jetzt aber nicht stören. Nein, du störst auf keinen Fall. Die Andrea wollte sowieso gerade gehen. Echt? Wollt ihr das? Ja, du wolltest. Ja, sicher, wollen die natürlich, gell, dann kannst du euch einmal erlauben. Tschüss. So, wo fange ich jetzt am besten an? Um was geht's denn jetzt eigentlich? Du wolltest ja unbedingt mit mir reden. Stimmt, genau, das wollte ich machen. Emma, mir gefreut es wahnsinnig, dass ich dich wieder gefunden habe. Ah, du erinnerst dich also doch noch an mich? Sicherlich, ich kann dich vergessen. Aber du scheinst dich auch noch ein bisschen an mich zu erinnern. Ach, boah, jetzt hast du mich schnell gefragt. Aber ja, ich glaube, so dunkel weiß ich noch, wer du bist. Ah, dunkel. Aua. Nein, das war ja nur Spaß. Ich hab dich sofort wiedererkannt. Freddy, der Student. Nein, nix mehr Student. Ich bin schon fertig und mache mich jetzt mit meiner Studienkollegin, die Andrea, selbstständig. Wir haben ein Start-up-Unternehmen gegründet und das läuft einfach super. Bist du gescheit, ich gratuliere. Danke, ist aber eigentlich alles total irrelevant. Weil? Weil es viel wichtigere Sachen gibt. Zum Beispiel? Sag ich das am besten nur. Vielleicht einfach gerade aussehen? Ja, vielleicht. Also? Umdrehen. Umdran? Jo, umdran. Wenn ich in deine Augen schaue, vergesse ich nur, was ich sagen will. Okay, umdran. Emma? Ja? Mach die Augen auch noch zu. Die Augen auch noch zu? Ja, bitte, mach die Augen auch noch zu. Okay. Hast du zu? Ja, sicher. Okay, so mir ist jetzt gern. Emma, seitdem ich dich das erste Mal gesehen habe,
das tue ich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Und ich bin so wahnsinnig froh, dass ich die wieder gefunden habe. Weil ich mich einfach Hals über Kopf in die verliebt habe. Hi, Emma. Emma? Komm mit! Wow! Wo ist mein Quer?
gemacht. Jetzt muss ich schauen, dass ich Meta kriege. Sonst wird er noch zum bösen Wolf. Ihr wollt mich nicht hören? Ihr wollt nicht, dass ich heute etwas vorspiele? Aber ihr sollt doch von mir hören, ihr blöden Nachen! Was ist denn da los? Pinneln, Kunstbanausen. Niemand will mich ernst nehmen, niemand glaubt an mich. Aber ich werde es allen zeigen. Und ich werde hier ausbrechen und die Welt der Kunst erobern! Ja, dein Haus aber greifer ist ja Entschuldigen Sie, dass ich mich so gehen ließ in Ihrer Gegenwart. Aber ich bin noch so vollkommen aufgeregt. Ich hab's schon gesehen. Da hat sprachlich ein wenig was. Mein Bruder, mein eigener Bruder, der Schöner, der will nicht, dass ich hier heute bei dieser Gesellschaft meine neue Rolle präsentiere. Der Bruder, der eigene Bruder. Ja, jetzt wundert mich nichts mehr, dass der Bude dort reden voll ist. Warum die Hälfte schon die eigene Verwandtschaft ist. Ist das nicht eine Frechheit von meinem Bruder? Eine große Frechheit. Ich hätte Ihnen ganz gern zugehört. Sie hätten mir zugehört? Wie freilich? Ah, ein Kunstkenner. Sie sind ja ein gebildeter Mann. So ist es. Ludwig Schöner, mein Name. Mit wem habe ich eigentlich die Ehre? Helmut Graf. Ah, Sie sind der Herr Helmut Graf. Helmut Graf. Sag ich ja, Helmut. Helmut mit L. La, 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 la. Sag ich ja. Na, 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 na. Sie müssen nämlich wissen, dieser blöde Buchstabe macht mir Hand noch immer solche Schwierigkeiten. Ach so. Ja, danke, Geschichte. Der Hühnerhans mit seinem Flaschenzug ist schund. Aha. Und das ist der Grund, warum mein Bruder, der Schöner, mir seine Einwilligung nicht geben will, dass ich Schauspieler werde. Ach so, ist der Hess. Na, bist du nicht der? Das ist mein Name. Sie finden meinen Bruder auch nicht, nicht? Ja, ganz und gar nicht, nicht. Als ob sich eine solche Schwierigkeit nicht überwinden ließe. Ich werde den Kampf mit diesen widerspenstigen Buchstaben aufnehmen. Und ich werde nicht eher ruhen, bis ich ihn besiegt habe. Ich glaube, das ist ungefähr unhaltbar. Es war die Lerche und nicht die Nachtigall. Was sag er? Ich möchte Ihnen nur einige kleine Ronnen präsentieren. Das war ein Klassiker. An die Raunen willst du mich präsentieren? Ja. Das muss ein Vegetarier sein. Ein Klassiker. Romeo und Junia. Ach so, lieb. Darf ich Ihnen noch einige Ronnen zeigen? Ja, gern, zeig es mir noch ein paar anderen. Da war nicht das von allen Hansl dazu. Da lacht ja ganz hochkrall. Ein paar Raunen. Bist du denn? Sind wir nicht aus der Stimmung? Ja, bist du. Jetzt war ich Hamlet. Ja, wer warst? Hamlet, kennen Sie Hamlet nicht? Und Hamlet, ihr freilich den neuen Buschenschank, oder? William Shakespeare. Ah, der Shakespeare. So, sag's gleich. Sein oder nicht sein? Ja, das passt gut zu dir. Ich liebe William Shakespeare. Oder vielleicht was Moderneres. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Bravo, bravo, hey. Lauf, Forrest, lauf! Oh, wo soll ich hinrennen? Was hat er jetzt? Forrest Gump! Was? Das Theater. Das Theater ist wunderbar. Ja. Aber der Finn. Der Finn? Ja, wer ist jetzt der Finn? Ist da da wo so ein Gaukamadon? Der Finn. Der Finn. Atta. Der Film ist meine große Leidenschaft. Ah, der Film!
Der Film, ja, ja. Ich hab's schon gesehen. Sie haben großes Talent für Hollywood. Finden Sie? Ja. Ich werde Sie weiterempfehlen. Sie kennen Leute von der Filmbranche? Boah, jetzt muss ich mitspielen. Ja, Frau Alli, ich kenne ja den halberten ORF. Und Sie würden mich empfehlen? Frau Alli, ich würde Ihnen weiterempfehlen. Darf ich Ihnen noch eine Rolle zeigen? Nein. Ich glaube, das klang schon mal. Ich habe Ihnen Talent schon erkannt. Sie finden an, so dass ich Talent habe? Ja, ja. Unglaubliches Talent. Ja. Helmut, ich danke Ihnen vielmals. Ich sage auch Dankeschön. Nehmen Sie wohl. Ja, ja. Oder, wie mein großes Vorbild sagen würde, hasta la vista, Baby. Ja, alles Gute. Da schaut mein Mode nach einem Schlaganfall aus. So. Wo ist jetzt der Kerl? Wo ist der? Ja. Wo ist der Kerl her? Wo ist er hin? Wo ist der Kerl? Ah! Gnädige Frau, Sie machen sich da unten sehr verdächtig. Zwei riesengroße Ausbuchtungen in der Bluse. Haben Sie vielleicht den Kerl da drin versteckt? Das werde ich jetzt überprüfen. Und ihr, meine lieben Gäste, könnt Sie inzwischen 20 Minuten Pause machen.